Leute, so flache Witze lass mal gut sein. Wenn er nicht mit Lego spielen darf, ist er der Legolas. Na. Das las er sich nicht zweimal sagen. Hallo. Ich würde ja irgendwas mit Schokolade und Lars-Riegel schreiben, aber das kann halt nur falsch aus. Das wird halt einfach nur falsch ausgewertet. Das. Nee. Hole mir Rezio für die Switch. Was? Achso, du holst dir das. Du holst dir das Spiel für die Switch und Download für PC. Also das Turtles-Spiel. Oh, seine Freundin ist die Lars Miranda. Na, Grüße gehen raus an Lars, wenn du das hier siehst. Der Lars nicht, ja? Ich grüße dich. Ja, Handy-Tastatur, what the fuck. Lars, und es geht weiter. Komme ich irgendwie durch? Ich meine, dass diese. Ah, ein Schrein. Schön wieder den Chat hier vor Lars. Ich kann mir richtig vorstellen, bei höheren Schwierigkeitsgraden Ausdauer erhöht. Das wird sich alles. Der Sammelgegenstand. Izanami-Druck. Der Druck zeigt Izanami, die Geliebte des Schöpfers Izanagi. Yomi holte sie, als sie im Kindbett starb. Obwohl er versuchte, sie zu finden, kam Izanagi zu spät. Sie hatte von Yomis Speisen gekostet und war eins mit dem Land der Toten geworden. Ein grauenvoller Anblick. Okay, dann habt ihr mich noch nie kochen gesehen. Oh, bin gespannt, ob im Resident Evil Remake auch wieder auch dieser Salars dabei ist. Aha. Lassen wir das mal langsam. Ja, lass mal gut sein. Jo, Digga, was geht? Dein Meister kämpft für die Sicherheit von uns allen. Wirf nicht um des Ruhmes willen dein Leben weg. Mit Panzerfaust nicht lange, ja. Ich würde mir echt mal gerne vorstellen, die Typen, die das synchronisiert haben. Wenn die so im Studio sind, die bekommen einen Auftrag, synchronisiert einfach mal das Spiel. Und dann hörst du aber so. Da denken die sich doch auch so, ach ha, da nimmt wieder mal so eine, da nimmt wieder mal eine Black Metal Band, die nimmt mal wieder ihre Vocals auf. Let's go. Lars fährt nicht gerne Auto, lieber Lars da. Oh, Alter. Junge. Und er steigt nicht gerne Treppen, sondern nimmt den Larsten Aufzug. Junge, was ist los bei euch? Oh, hier, ey. Boah, du Ficker. Gerade eben ist das Bild weggeschwunden. Wegen dem Switchen. Wie bekloppt ist denn das? Wappau Kiroto wa Bushi no Kazakami ni mo oken Bushi no Hokori nado Yoaku
恐れる者どもの大義名分何も知らぬ賊何恐れを成して逃げ出すなら今ぞ恐れの主とは我のことよじじ。 Ich hoffe, der ist tot. Oder alle Bede. Das ist wie beim dritten Predator-Film. Wo alle Bede sterben. War ja so klar. Irgendwo muss er da. Irgendwie muss er hier Rache genommen werden. Bredede. I have to go there now. Yeah. So listen up, everyone. This next one's called. Yeah. Where's the drummer? It's so embarrassing. 1, 2, 3. Get viewers, followers and primes on your follows, so du mich auch. Genau. Ganz bisschen. Weil in jedem Spiel am Anfang muss man seinen Meister gehen lassen. Ja. Ach, wir spielen Track Toyomi. Mach mich mal Mod, dann hau ich den weg. Hau weg, die Sau. やつの手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには。ちょっと入らせが残りました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 。
Der hat bestimmt eine Gum-Gum-Frucht. Isa. Mail. Ja, geil. Ja, danke fürs Gespräch. Also ich muss sagen, bisher ist es halt echt erstmal blocken, abwarten, bis dann die Deckung aufgemacht wird und hacken. Sake, Bier und Sauerkraut, Sushi, Bratwurst. Voll Teibel. Das klingt schon falsch. Und dann Seetang-Kartoffelpüree. Dann richtig reinbrezeln. Genau. Reinbrezeln und Gernhard reinholzen. Earl Sinclair, Baumschubser. Ja, was ist denn hier mit meinem Kamehameha eigentlich? Was gibt's hier noch? Vor Gott, sage. Bis der Arno dübelt. No way, ich weiß noch nicht, was es heißt, aber es klingt nett. Arno dübelt, ey, herrlich. Und der Armin aus Korweiler, der Notebook-Experte. Das ist ein Marke-Laptop. Korweiler, Junge. Der gelernte Arbeitslose. Die stellen sich halt echt alle an zum Verrecken, ne? Na toll. Betäubungskombination. Okay. Ich glaube, bei höheren Schwierigkeitsgraden ist das irgendwie von höherer Bedeutung. Aber vielleicht kommt dann mal sowas wie ein Bosskampf. Man soll zwar vorsichtig sein, was man sich erwünscht, aber... Schussangriffe R1. Du kannst betäubte Gegner mit Schussangriffen exekutieren. Exekution, da sehe ich mich, da bin ich doch richtig dabei. Wann bekommst du endlich eine Knarre? Ja, freue ich mich auch. Oh, Alter. Junge, der ging ordentlich durch. Okay. Also für manchen mag es vielleicht ein bisschen eintönig sein, sag ich mal. Aber ich finde das irgendwie... Was habe ich jetzt gemacht? Aber ich finde das schon ziemlich cool, dass du auch so verschiedene Kamerawinkel, Perspektiven, dass damit ein bisschen gespielt wird, ne? Hugo Bosskampf. Mehr Hugo als Bosskampf. Also finde ich jetzt zumindest, ne? Also. Was ist denn, wenn ich jetzt hier hoch? Ich weiß halt auch null, was ich jetzt hier machen soll, ne? Aber. Wenn ich mal was so denke, eigentlich ist das Kackspiel eigentlich. Oh. Ist halt eigentlich nur in Schwarz-Weiß, ne? Ist halt eigentlich bloß hier so ein Schwarz-Weiß, aber ich meine, ja. Minimalismus, ne? Es kann schon.
Alter Junge. Scheiße, ich dachte, ich werd's tot. Sehr monochromes Gameplay. Ich hoffe halt mal, ich habe keinen Scheiß erzählt. Das ist ja nochmal. Okay. Ja, das muss natürlich kommen. Weil ich bilde mir ein, hier kamen einzelne Farbdinger, die werden dennoch eingesetzt. Boah, ich habe da gerade echt irgendwie einen Treffer mit Schindlers Liste weg gehabt. Ja, geil. Geht das? Yo, Elliot, viel Spaß. Danke dir fürs Reingucken und Kommentieren. Jetzt. Geil. Richtige Hitman-Aktion. Und viel Spaß noch bei dem, was du heute machst. もう案ずることはない。片付けない、若い岡田。もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ。されど捕らえた者ども上川村へ連れて行くと、この鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。 Es ist, glaube ich, auch erstmal. Achso, nee, das ist. Ich glaube, auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad ist es halt erstmal scheißegal, wie man hier langläuft, glaube ich, weil. Macht ja, glaube ich, noch nicht so viel Unterschied. Das ist dann definitiv so ein Kandidat, wo ich dann denke, so, okay. Gehst du mal auf die nächsten höheren Schwierigkeitsgrade, wie verhalten sich dann die Gegner dann doch schon, weil. Weil normalerweise ist ja eigentlich kein Hacken, also so ein Hacken Slay, das ist es ja dann auch nicht, weil du musst halt dann echt schon so gucken, okay, hier, wie bewegt sich der Gegner, Ausdauer und so eine Scheiße, das hat schon so weit, ist das schon sinniger aufgebaut mit dem Ausdauersystem als zum Beispiel bei Dark Souls. Da lacht er nicht mehr. Was haben wir hier? Da gibt es wieder einen Schrein. Das sieht schon geil aus. Also, ich kann. Na gut, da gehen wir nochmal. Da gehen wir nochmal zurück und gucken, was es da oben gibt. Ich denke, jedes Mal irgendwas passiert im Chatfenster, aber da ist es nur das Bild, was sich ändert. Ich bin doch richtig bekloppt. Die drei Affen. Ah, Misaru, Kizaru und Iwasaru. Wenn das Böse nicht gesehen, gehört oder ausgesprochen wird, lassen sich Zeiten großen Unglücks abwenden. Doch heute ist schon viel Blut vergossen worden. Diese drei Wächter aus dem Tierreich haben uns im Stich gelassen, fürchte ich. Also haben wir quasi für jeden Levelabschnitt eine bestimmte Anzahl an Collectibles. Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben. Wer bist du denn? その父さん、この俺を買いかぶりすぎじゃ。
Alter! Okay. Ordentlich den Scheitel gezogen, würde ich sagen. Ach, jetzt. Immerhin kamst du mal zum Stich. Dieses Wochenende. Zumindest dieses Wochenende. Ach, ich freue mich schon auf nächste Woche, ey. Schön Freitag-Konzert, habe ich da einen Bock drauf. So. Das sieht schon geil aus. Da sieht man halt immer noch, wie viel Potenzial halt echt immer noch diese vorgerenderten Bildschirme halt einfach haben, weil es. Ich finde das geil irgendwie. Willst du mich? Ich habe, glaube ich, auch noch, oh Gott, wie ist das? Songs of Horror? Das ist ja auch so ein bisschen auf Resident Evil gemacht. Auch mit vorgerenderten Bildschirmen und so ein Scheiß. Ja, irgendwann mal antesten, ey. Oh shit. Ich wollte mal ein bisschen an Kombos probieren, aber erstmal schön auf den Sack gekriegt. Oh, was macht der gerade mein Handy? Ach so. Nani! Das sind ja so viel. Ey, Arschloch! Hey, Ladies! Schmetterschlag! Vorwärts, halte... Wartet. Hä? Ja, wird schon stimmen. So. Ah. Ja, einfach dorthin schieben, damit es noch besser brennen kann. Logisch. Was ist hier oben? Was will das Spiel mir damit sagen? Ah. Boah. Ich
Ich finde das irgendwie, ja, das ist vielleicht nur so ein kleines Detail, aber ich finde das irgendwie, diese kleinen Wechsel zwischen dieser 2D, ne, diesem 2D, so Beat'em-up ähnlichen Prügelstil, sag ich mal. Ist ja kein richtiger Prügelstil. Und dann halt so diesen 3D gelaufen, das ist schon, ja, finde ich cool gemacht. Es ist halt simpel, aber meine Güte. Gesundheit erhöht, okay. Also mehr gibt's ja gerade nicht. Was haben wir hier noch so? Fähigkeiten? Ach, so war das. Sprintangriff. Okay. Also können wir dann sozusagen, je weiter wir Sachen so nebenbei entdecken, so quasi diese ganzen Nebenkleinigkeiten, Anführungsstrichen, da können wir auch gleichzeitig die Fertigkeiten freischalten. Würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Warum nicht? Warum nicht? Immerhin irgendwie, finde ich vom System her irgendwie nicer als Geld aufzusammeln oder so ein Blödsinn. Interessant. Schön. Oh, Alter. Ha, geil, wie dann die Leichen unten wegtreibt. Das ist cool. Bin ich denn jetzt auch dort hinten? Leichter Drehangriff. Okay. Wow. Fett.